Meine großen Stärken sind, Leute zu lachen zu bringen und mein Handwerk. Ich kann Lampe anbringen, kann mein Herd anbringen, kann Spülmaschine anschließen, kann ich alles. Aber Computer ist für mich nichts. Mein Wendepunkt in meinem Leben war, wie ich meine Schneiderei zugemacht habe und mich von meinem Ex-Mann getrennt habe. Dann bin ich umgestiegen auf den LKW und seitdem habe ich meine Kinder, mein LKW und bin sehr glücklich darüber. 450 PS und ein Leben auf der Straße. Silke Zangmeister ist Truckerin, eine der wenigen Frauen in diesem Beruf. Was mich noch reizt, meine Unabhängigkeit. Ich kann nicht in einem Büro sitzen oder in einem Betrieb. Mal tagtäglich Stempelkarte, das ist nichts für mich. Ich bin eigentlich auf dem Bau groß geworden. Wir haben daheim ein Baugeschäft gehabt und da habe ich auch immer arbeiten müssen oder helfen müssen. Silke Zangmeister wächst in Bad Bergzabern in der Südpfalz auf, zusammen mit vier Geschwistern. Am liebsten spielt sie mit ihren Brüdern und Cousins. Und statt feiner Kleider trägt sie zerschlissene Hosen. Ich hätte einen Bub werden sollen. Ich kann mich noch erinnern, meine Mutter hat mir Rüschenhosen angezogen, sonntags vor der Kirche. Die Jungs sind auf den Dachspeicher gegangen. Und die Silke war dabei und ist mit der Rüschenhose auf den Balkon abgerutscht. Oh, wow, wow. Selber genähte Hosen. Von ihrer Oma lernt sie das Nähen und beginnt eine Schneiderlehre. Obwohl sie sich eigentlich einen ganz anderen Beruf ausgesucht hat. War ja auch mehr Papakind, wie Mamakind. Aber wie es Berufswahl war, da war meine Mutter zuständig. Deswegen habe ich dann Schneiderin gelernt. Ich wollte ja eigentlich in die Werkstatt. Das hätte man gelegen, auch an Autos rumschrauben. Ihre Schneiderwerkstatt ist inzwischen in den Keller umgezogen. Als Selbstständige verdiente sie mit ihrem Laden 20 Jahre gutes Geld. Doch mit der Euro-Umstellung blieben die Aufträge immer mehr aus. Sie musste ihr Geschäft schließen. Dazu kamen private Probleme. Da habe ich mich dann von meinem Mann getrennt und wenn man dann eine eigene Wohnung noch selber hat und alles selber finanzieren muss, muss man ja irgendwie gucken, wie man dann Geld reinkriegt. Zu diesem Zeitpunkt sind ihre beiden Kinder schon erwachsen. Silke Zangmeister sieht ihre Chance und wagt mit über 40 einen Neuanfang. Ein Bekannter von mir hat gerade jemanden gesucht mit 7,5 Tonnen. Und dann hat er mich gefragt, er hat gesagt, das ist aber keine leichte Arbeit, das ist schon eine schwere Arbeit. Und dann habe ich gesagt, das mache ich. Ich probiere es. Die Pfälzerin machte den LKW-Führerschein, begann nochmal von vorne als Truckerin. Sie fährt quer durch Deutschland, arbeitet gerne nachts. Das macht ihr genauso wenig aus wie die Sprüche von einigen männlichen Kollegen. Ach Gott, nee. Eine Frau am Steuer und ein Ungeheuer. Wie sie mich dann so kennengelernt haben und gesehen haben, dass ich auch fahren kann. Und dann hat sich das alles schnell gelegt. Jetzt ist sie 54 und fühlt sich am Steuer am wohlsten. Mein größter Traum habe ich schon, LKW fahren. Und mein zweiter, ich möchte gerne noch Bagger fahren lernen.